In dem Moment ist in mir alles zusammengebrochen. Ja. Die Menschen sind so, so ist die Biologie, da geht es nie um Moral. Schlechtes Gewissen hat mich geplagt von Sekunde 1 an. Er ist aus der Tür rausgegangen und das war auch vorbei. Millionen Deutsche machen es und trotzdem war es extrem schwierig für mich, Menschen zu finden, die mit mir offen drüber sprechen. Warum gehen Menschen fremd? Warum, wenn es so viele machen, ist das immer noch so ein Tabu in unserer Gesellschaft? Und hat das Fremdgehen am Ende vielleicht auch eine gute Seite für die Liebe? Caroline, die ich gleich treffe, ist 22 Jahre lang glücklich verheiratet. Bis der Moment kommt, in dem sie erfährt, dass ihr Mann sie über Monate betrogen hat. Alles gut? Ja. Danke, dass ich auch da. Vielen Dank. Ich will mit ihr über diese Untreue und den Schmerz sprechen. Und ich werde später auch ihren Mann treffen, der das verursacht hat. Dieser Moment, wo er dir das dann sagt, wo er vor dir steht. Ja. Weißt du noch, was er gesagt hat? Ich weiß, dass er gesagt hat, wir müssen über unsere Beziehung sprechen. Und ich wusste in dem Moment, jetzt kommt das raus alles. Also das war mir klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment ist in mir alles zusammengebrochen. Weil du wusstest, was kommt? Ja. Mhm. Ja. Und ich wusste auch, dass es schlimm wird. Ja. Ich habe sofort eine totale Schwäche gefühlt, Nebel. Ich habe gemerkt, dass meine Beine nicht mehr mich tragen. Ich habe auch 9 Monate gehumpelt. Also mein linkes Bein ist auch bis heute schwach. Und ich bin Langstrecken-Trailläuferin seit 20 Jahren und konnte das nicht mehr. Krass. Ja, und ich habe auch ziemlich schnell noch an dem Nachmittag habe ich meine Sprache verloren. Wir haben es noch geschafft, mit den Kindern zu sprechen und währenddessen habe ich schon angefangen zu stottern. Und das habe ich auch sehr lange getan. Also in dem Moment selber verstehe ich so ein richtig körperliches Dichtmachen, ja. Auch für alle, die jetzt übrigens da sitzen und sich sagen, das kann auch gar nicht sein. Das ist psychologisch total bekannt. Ich hätte fast gesagt normal, dass wenn so etwas emotional unglaublich fordernd ist, dass der Körper an ganz, ganz vielen Stellen mitreagiert, weil wir eben nicht nur im Kopf fühlen, sondern als gesamter Organismus. Und das dann selbst sowas wie eine eingeschränkte Sprache, du hast gesagt, das Bein nicht mehr vielleicht richtig mitzieht, das kann in extremen Fällen passieren. Zeigt eigentlich nur, wie krass das emotional für einen ist. Ja, ich habe sehr gezittert, ich habe mir einen Tee gemacht und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt, dass du deine Sachen jetzt packst. Er ist dann ausgezogen und das war natürlich für mich auch diese Balance zu halten. Auf der einen Seite die eigene Schwäche, den Schmerz, mit mir selber klarkommen und gleichzeitig die Starke sein zu müssen als Mutter, ja, in meinen Kindern den Halt geben und tatsächlich gleichzeitig zu sehen, wie schlimm es Mark getroffen hat. Ach, wie schlecht es ihm geht? Ja. Das sehen wir alle immer nicht, ne? Also das ist ja, trotzdem ist er ja mein Partner und ich habe auch um die Not, die er hatte, in Anführungsstrichen mit dem Lügen und sich selbst verlieren, irgendwo gespürt. Total. Ja, ich habe es ja in unserer Beziehung auch gespürt, dass es ihm nicht gut geht. Aber ich konnte ihm halt nicht helfen. Er hat halt andere Wege gesucht. Carolines Geschichte ist ihre ganz persönliche. Als Psychologe interessiert mich aber immer auch der Blick auf das große Ganze. Und ein häufiges Argument beim Fremdgehen lautet, wir Menschen sind von Natur aus gar nicht für Monogamie gemacht. Ich bin dazu mit Thomas Junker verabredet. Der beschäftigt sich mit dem Einfluss der Evolution auf das menschliche Sexualverhalten. Du hast Geschichte der Biologie gelehrt. Das passt perfekt, weil ich will wissen, seit wann? Und überhaupt biologisch gesehen macht es überhaupt Sinn, dass wir Menschen in Paarbeziehungen vermeintlich treu leben, wo doch so viele fremdgehen? Wahrscheinlich seit etwa 2 Millionen Jahren schon. Das ist die biologische Theorie dazu und sie sagt, dass wir Menschen gar nicht zu Menschen geworden wären, wenn die Männer und die Frauen nicht einigermaßen treu gewesen wären. Warum? Weil anders diese aufwendige Kinderaufzucht gar nicht zu bewältigen gewesen wäre. Wie tief ist dieser Hang dazu, dass wir zu zweit zusammenleben, schön monogam, keiner geht fremd. Wie tief ist das in uns verwurzelt?
wahrscheinlich sehr, sehr tief. Das sieht man daran, dass Menschen, die, bei denen dieser eigentliche Anlass, nämlich die Sorge für die Kinder, gar nicht mehr existiert, das auch machen. Ja, das heißt, in denen ist das auch verankert. Warum? Weil sie ja auch von diesen vielen, vielen Generationen bis 2 Millionen Jahre zurück abstammen, bei denen das wichtig war. Jetzt sitze ich da trotzdem und höre von so vielen Leuten, dass die fremd gehen. Wie passt das denn dann zur Biologie? Naja, die Untreue ist auch in unserer Biologie. Denn in der Biologie geht es ja immer darum, möglichst viele Nachwuchs zu zeugen, möglichst viele Kinder zu haben. Und das kann sich schon sehr rentieren. Okay, das klingt jetzt ja, sehr archaisch, oder? So ein bisschen, da sind wir jetzt sehr in der Steinzeithöhle sitzend. Die Menschen sind so. So ist die Biologie. Die Biologie geht nie um, da geht es nie um Moral. Da geht es darum, ob etwas funktioniert oder ob etwas nicht funktioniert. Die Moral ist etwas, was dann natürlich dazukommt. Ja, das ist auch wichtig. Die Moral ist ja auch in uns angelegt. Aber im Prinzip geht es darum, ob es funktioniert und ob es gut funktioniert. Jetzt komme ich nach Hause nach dem Karneval, nach der Weihnachtsfeier und sage, Schatz, ich bin fremdgegangen. Der Prof hat es erklärt, es liegt in der Biologie des Menschen, zumindest zum Teil. Würdest du das als Ausrede gelten lassen? Ja, das ist eine tolle Ausrede, aber sie wird sagen, in meiner Biologie liegt, dass ich das trotzdem nicht gut finde. Ja. Und du ziehst jetzt erstmal aus oder so. Ja. Also mit der Biologie kann man eigentlich alles und nichts rechtfertigen. Also das muss man dann schon noch aushandeln unter den Bedingungen, die man hat. Wir tragen also beides in uns. Den Wunsch nach Sicherheit, aber auch den Trieb, uns fortzupflanzen. Und das sorgt im Zweifel für einen riesigen Widerspruch im Kopf in uns drin. Aber Sex ist ja nur eine Facette des Fremdgehens. Ich will verstehen, warum Leute fremdgehen. Und dafür muss ich erstmal klären, was ist überhaupt Fremdgehen? Wir definieren Pärchen das. Ich habe diese Karten, ja und nein, für jeden zwei. Rücken an Rücken, bitte. Sex mit jemand anderem, ist das Fremdgehen? Ja. How about küssen? Sofortiges Ja. Da würdest du sagen, geht nicht klar? Auf keinen Fall. Nee. Und du? Kein Fall. Und wenn er es doch macht? Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Wäre gar nicht gut. So ein bisschen flirten im Café oder im Büro? Beide sagen nein. Also so flirten ist okay. Flirten allgemein ist halt Fremdgehen. Flirten ist Fremdgehen. WhatsApp schreiben? Hinter dem Rücken des Partners? Auf jeden Fall. Wenn es dann ums Sexting geht, dann wäre auf jeden Fall Schluss. Nur in der Fantasie, sich was vorstellen? Auf jeden Fall. Du sagst es immer schon, da hat er ja gar keine Wahl mehr. Also hallo. Für beide kein Fremdgehen. Gedanken sind ja manchmal impulsiv und von daher würde ich auch sagen, es ist nicht Fremdgehen, weil es sind ja einfach natürliche Reaktionen zum Teil. Ja, wenn man sich irgendwas Nacktes vorstellt oder irgendwelche Dinge vorstellt, die man mit einer anderen Person macht, dann fände ich das sehr uncool. Ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt nicht sauer wäre, sondern eher so mal nachfragen würde, was los ist. So, wie ist das bei euch, ob Single oder Pärchen? Wenn ich euch jetzt hier fragen würde, knutschen, Sex, vielleicht nur Händchen halten oder Fantasien, sagt ihr, das ist Fremdgehen, ja oder nein? Schreibt mir doch bitte eure Definition von Fremdgehen unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie viel Vielfalt da entsteht. Unsere Paare sind sich erstaunlich einig. Sexuelle Verhaltensweisen bewerten alle als Fremdgehen. Bei emotionaler Bindung oder sozialer Interaktion gehen die Meinungen hingegen auseinander. Janina Bühler forscht seit Jahren zum Thema Beziehungen. Von ihr will ich wissen, was prägt unseren Blick aufs Fremdgehen? Studien zeigen, dass wirklich 90% der Personen finden Fremdgehen unmoralisch. 90? 90 und 65% sagen auch, sie würden das ihrem Partner, ihrer Partnerin nicht verzeihen. Und gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass in 1/4 der Beziehung wird fremdgegangen. Das heißt, es gibt diese Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Vorstellung und dem, was dann tatsächlich in Beziehungen irgendwie passiert. Gibt es eine Erklärung dafür, dass Leute das so unterschiedlich sehen mit dem Fremdgehen? Die einen sagen easy, die anderen sagen, boah, Katastrophe, wird mich fertig machen? Es gibt schon Persönlichkeitseigenschaften, die, sag ich mal, mit der Wahrscheinlichkeit des Fremdgehens zusammenhängen. Und da hast du ganz klassisch, hast du den Bindungsstil. Also, dass Personen, die jetzt vor allem unsicher gebunden sind, tendenziell eher fremdgehen als Personen, die nicht unsicher gebunden sind. Das vielleicht einmal kurz einsortieren. Wir lernen schon als Kinder, wie Bindung funktioniert. Wenn ich jemand bin, der mitbekommt, boah, da kommt keiner, wenn ich weine, wenn ich traurig bin, meine Mutter ist nicht da für mich, dann kann ich einen Bindungsstil entwickeln, wo ich eher unsicher bin, wo ich vielleicht eher von der Angst getrieben bin. Während, wenn ich das Glück habe, dass meine Mama immer da ist, dass ich lerne, Bindung funktioniert, dann wäre ich nachher sicher. Das ist, glaube ich, wichtig, das einmal klar zu haben. Absolut. Und wenn ich noch ergänzen darf, es ist nicht nur der ängstliche Bindungsstil,
Bindungsstil, ne, sondern auch der vermeidende Bindungsstil. Also, dass ich nicht nur klammere, weil ich Angst habe, meine Mutter kommt nicht mehr, sondern auch eine Vermeidung. Ich lasse mich gar nicht erst auf diese Beziehung ein, später dann im Erwachsenenalter. Ja. Ne? Und beide Bindungsstile, also sowohl das ängstliche Klammernde als auch das Vermeidende, hängt damit zusammen, dass man tendenziell eher fremd geht. Aber es ist auch nicht der alleinige Grund. Also ich glaube, es ist sowieso zu kurz gedacht zu sagen, es gibt einfach den einen Grund, warum Menschen fremd gehen. Es kann auch einfach sein, ich habe Lust auf was anderes, ich brauche irgendwie ein bisschen ein Risiko, eine Aufregung in meinem Leben. Ich möchte vielleicht auch einfach mein Selbstwertgefühl wieder bestätigt haben. Ich möchte ja, vielleicht noch mal anders fühlen, sozusagen, wer ich bin. Und ich glaube, dieses Mischmasch aus Gründen, das ist dann tatsächlich auch das, warum Personen fremdgehen. Mir wird immer klarer, Fremdgehen, das ist oft nur ein Symptom für eine unglückliche Beziehung, für zu wenig Zuwendung, für fehlendes Begehren. Ich treffe jetzt jemanden, der fremdgegangen ist und bereit ist, mit mir darüber offen zu sprechen. Carolins Mann, Marc. Ich muss dir ja ganz besonders danken, dass du mitmachst, dass du gekommen bist. Naja, es ist schon eine Phase meines Lebens, auf die ich nicht so wahnsinnig stolz bin, wo ich mich für viele Teile auch schäme. Ja. Und jetzt hier so darüber zu sprechen, auch mit Fremden, mit anderen Total. Leuten, ist halt nochmal ganz besonders. Vor 5 Jahren gesteht Marc Carolin seine Affäre. Er wird nicht alle Details mit uns teilen, um Carolin und die 3 Kinder zu schützen. Aber er schildert mir seine Sicht. Es klingt jetzt so hart, aber es ist ja so, ich treffe auch den Täter. Den, der es gemacht hat, der fremdgegangen ist, der irgendwie diese Entscheidung gefällt hat. Das ist schon ein Tätergefühl auch. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, ja, ja. Magst du das mal beschreiben, auch wie das dann damals war für dich? Ja, das war ein sehr schlimmer Moment auf der einen Seite, ein befreiender Moment auf der anderen Seite, weil es dann wieder in die Wahrheit ging. Nach all den Jahren Lügen. Des Lügens, ja. Ja. Und dann nahm ein ganz anderes Leben seinen Lauf, von dem Moment an. Also dann war nichts mehr, wie es vorher war. Da war der Vater, der betrogen hat für die Kinder. Da war der Ehemann, der betrogen hat für die Ehefrau. Gab es in dem Moment selber schon eine Perspektive? In dem ersten Moment erstmal die Hoffnung, dass ich eine zweite Chance von Carolin bekomme. Das schon, ja. Deswegen habe ich das ja gemacht. Also mir war bewusst in dem Moment, ich sage das und ich möchte das Leben mit Carolin führen, das Leben mit ihr verbringen, mit meiner Familie, mit meinen Kindern und ehrlich sein und dieses ganze Lügenkonstrukt in alle Richtungen muss ein Ende haben. Das ist jetzt seine Sicht. Ich kann mir vorstellen, dass deine noch in dem Moment eine andere war, oder? Boah, in dem Moment, also das war wie so ein Bäm in meinem Körper. Ja. Das Einzige, was ich wusste, ist, endlich weiß ich, was los ist. Endlich guckt er mich wieder richtig an. Und ich habe gehandelt, Leon, so wie ich hätte mir vorher jemand gesagt, dass ich so handle, hätte ich immer gesagt, ich mache das nicht. Ich trete den in den Arsch und schmeiß den raus. Und ich habe ganz anders gehandelt, als ich dachte. Welchen Weg die beiden gegangen sind, das erfahren wir gleich. Vorher will ich verstehen, woher kommt eigentlich unser Blick auf Treue bzw. Untreue? Warum ist es noch immer so ein riesiges Tabuthema? Und wie gehen wir damit um? Dazu habe ich mir hier ein kleines, feines Experiment aufgebaut und Versuchspersonen eingeladen, die jetzt zu mir runterkommen. Alle von denen haben übrigens einen Bezug zum Fremdgehen. Ich weiß nur noch nicht welchen. Meine Ex-Freundin hat mich im Urlaub betrogen. Meine erste Beziehung basierte auf einer einzigen großen Lüge. Ich habe schon betrogen und bereue es sehr. Der Vater von meiner Tochter hat uns betrogen und mich von heute auf morgen sitzen lassen. Ich habe noch nie eine treue Beziehung erlebt, nicht mal im Elternhaus. Ich wurde unbewusst zum Fremdgehen benutzt. 187 ist die Anzahl an Männern, mit denen er mich in 13 Jahren Ehe betrogen hat. Ich würde gleich mit euch verschiedene Punkte durchgehen. Und wenn ihr sagt, dass ihr einer Aussage total zustimmt, dann geht ihr in den grünen Bereich. Je weiter ihr geht, desto mehr stimmt ihr zu, wenn ihr sagt, passt mir gar nicht, dann in den roten Bereich. Wenn ihr neutral seid, bleibt ihr hier ungefähr in der Mitte stehen. Ich finde schon, dass es nachvollziehbare Gründe gibt, aus denen Menschen fremdgehen. Dann komme ich mal als erstes zu dir, weil du stehst hier ganz weit außen.
ich glaube, derjenige, der betrügen möchte, der findet immer einen Grund. So, deswegen. Und deswegen, für mich ist es nachvollziehbar, aber nicht respektierbar. Deswegen habe ich mich hier hinten gestellt. Dankeschön. Okay, du stehst in der Mitte, bisschen hast wahrscheinlich auch Vorbehalte, aber... Ich denke, viele haben Probleme, sich an eine Person zu binden und haben das vielleicht in der Kindheit auch gar nicht so erfahren, diese Nähe, diese Liebe, diese Emotionalität. Und das suchen sie halt in verschiedenen Beziehungen. Ist die Gesellschaft zu streng, wenn es ums Fremdgehen geht? Du bist hierbei, okay, so ein bisschen okay wäre es doch noch oder nachvollziehen könntest du es? Oder? Ich hatte tatsächlich noch nie einen treuen Partner, also sind komplett alle fremdgegangen. Alle fremdgegangen? Komplett alle. Und da ist es mir schon häufig passiert, wenn ich es dann im Freundeskreis besprochen habe oder auch mit der Person selber oder mit meinen Eltern, wie auch immer, dass dann ganz häufig die Aussagen kommen, ach, so schlimm war es doch nicht und es war doch nur einmal und wird sich doch bestimmt ändern oder. Wer einmal fremdgegangen ist, sollte das für sich behalten und nicht seiner Partnerin, seinem Partner erzählen, weil das eigentlich nur total egoistisch ist, um den Druck im Kopf loszuwerden. Rückgängig machen kann man es ja eh nicht. Ich denke mir, wenn er es mir gesagt hätte, dann hätte ich ihm das wahrscheinlich verziehen. Aber wenn man es mir halt verschweigt und man das dann rausfindet und wie ich es rausfinde, war wirklich furchtbar und dann noch irgendwelche Lügen aufgetischt werden. Wie hast du's rausgefunden? Ich war bei ihm und ich habe ein Kondom gefunden. Also es hat auf jeden Fall eine tiefe Narbe hinterlassen. Glaubst du, sie geht mal weg, dass man wieder so richtig vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Ich hatte danach mal was eine Zeit lang mit jemandem und der hatte eine Beziehung. Das habe ich dann nachher rausgefunden. Ach, da warst du quasi die? Die benutzt wurde. Zum Fremdgehen? Ja. Du sagst, lieber direkt erzählen? Ja, habe ich auch selbst schon gemacht. Magst du beschreiben, was passiert ist? Naja, es ist halt im Bezug auf Alkohol passiert, auf einer Party. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und als es mir auch bewusst geworden ist, war sofort der Gedanke da. Also du musst es ihm sagen. Schlechtes Gewissen hat mich geplagt von Sekunde eins an. Und dann habe ich es ihm auch gesagt. Wie ist es weitergegangen dann am nächsten Tag? Naja, ich habe es ihm gesagt und natürlich war die Reaktion, wie ich mir gedacht hatte. Okay, sorry, er ist aus der Tür rausgegangen und es war auch vorbei. Wie ist das bei euch? Bitte in die Kommentare. Könntet ihr Fremdgehen verzeihen oder sagt ihr einmal fremdgegangen, no go, die Person will ich nie wiedersehen? Bitte jetzt drunter schreiben und ich freue mich wirklich sehr, dass so viele von euch immer kommentieren. Lese das mit größter Freude. Unser Experiment spiegelt die Statistik. Für 88% der Deutschen wäre ein langfristiges sexuelles Fremdgehen des Partners der Partnerin ein Trennungsgrund. Anders bei Caroline und Marc. Obwohl Marc auszieht, halten sie Kontakt und bauen ihre Beziehung langsam wieder auf. Es ist ein ganz klarer Weg, den ich gehe und auch sehr bewusst und voller Liebe. Und gleichzeitig ist dieser Schmerz um das, was uns da passiert ist, immer noch da. Du sagst, was uns passiert ist? Ja. Nicht, was er gemacht hat. Nein, das sage ich bewusst, weil das etwas ist, was die Gesellschaft immer so uns impliziert. Aber er ist der Auslöser und er hat eine Richtung eingeschlagen, die uns als Beziehung und als Paar extrem verletzt hat. Das war nicht ich, das ist klar. Aber viele Außenkonstruktionssachen und Lebensdinge haben uns verlieren lassen als Paar. War dieser Moment und damit vielleicht auch das Fremdgehen selber etwas, was euch einen ganz anderen Blick auf euch gegeben hat? In dem Moment noch nicht. Noch nicht, okay. Ich glaube, was sich total geändert hat, war dieses innere Gefühl füreinander. Auch diese Sicherheit, die wir im Grunde ja uns so, diese Scheinwelt in Anführungsstrichen, die, in dem Moment war es klar, es ist eine Scheinwelt gewesen für uns beide irgendwo. Ich glaube, ich habe mal gesagt den Satz, ich konnte dieses, dass der eine Affäre hat, gar nicht denken, weil ich auch irgendwie so gestrukturiert war. Mir passiert das nicht. Uns passiert das nicht. Und nach außen haben wir immer schön heile Welt gemacht. Also es war alles gut. Und wenn wir mit anderen Leuten zusammen waren, was wir viele waren, auf Feiern, Festen, Geburtstagen oder irgendwas, dann waren wir immer heile Welt.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich will es gar nicht vergleichen. Ich habe das so oft erlebt von Menschen, die irgendwas erlebt haben, was belastend ist. Bei uns in der Familie, da hat doch keiner eine Suchtkrankheit. Mhm. Und natürlich trinkt der Papa viel zu viel und alle wittern es. Bei uns gibt es auch keinen Missbrauch, bei uns gibt es auch keine Missstände, keine Schulden, irgendwas. Ja. Und eigentlich ist es total da. Und deswegen fand ich es gerade so spannend, dass du gesagt hast, ich wollte das nicht denken. Weil man denkt ja, unser Hirn, wir selber nehmen die Welt so wahr, wie sie ist. Um Gottes Willen, wir biegen uns so viel zurecht, bis das irgendwie gerade noch passt. Ja. Genau. Ja. Und ich glaube halt, was dadurch passiert ist, dass wir dann eben den Mut hatten, uns diesem zu stellen. Also beide. Jeder für sich einzeln. Und das ist uns auch immer wieder wichtig. Ne? Jeder einzeln, aber eben auch zusammen. Das ist ja auch eine Sache, die hätte ich die schon früher gemacht, dann hätte ich das vielleicht auch nicht so gemacht. Dann wären viele Dinge anders gelaufen. Und das sehe ich jetzt. Und ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwie am Rotieren ist oder meint, es läuft nicht richtig rund und sowas, sich Hilfe zu suchen und da jemanden an die Seite zu nehmen. Vor 3 Jahren beschließen die beiden zusammenzubleiben. Ein harter und schmerzhafter Weg, der mit Marks Beichte vor 5 Jahren begann, mir aber gleichzeitig zeigt, dass es auch einen ganz anderen Blick auf das Thema Untreue geben kann. Wo müssten wir uns vielleicht als Gesellschaft oder mit unserem Blick auf die Liebe verändern? Ich glaube, wir haben als Gesellschaft oder als Personen irgendwie in dieser Gesellschaft einfach sehr stark das Gefühl, dass ein Partner alle Bedürfnisse erfüllen muss. Und vielleicht ist auch dieses Ideal, was wir an einen Partner, an eine Partnerin stellen, zu hoch. Und da auch mal irgendwie zu akzeptieren, dass es jetzt halt irgendwie nicht super aufregend ist in der Beziehung und dass trotzdem da vielleicht auch ein anderer Teil in der Beziehung gepflegt werden kann. Weiß ich nicht, Commitment, Stabilität, auch ein bisschen so die Perspektive zu wechseln, mehr das, was ich habe und nicht das, was mir fehlt. Wir haben ja so total perfekte Vorstellung davon, wie Liebe zu sein, als Idealvorstellung, dann geht einer fremd. Was ist mit dem Druck dann auch von außen? Ich finde auch so als Freunde, habe ich selber mich auch schon ertappt, dass man dann so direkt weiß, das hat ja keine Zukunft. Man denkt dann, so geht's nicht weiter. Gerade beim Fremdgehen, wo wir eben diese wirklichen, ja, gesellschaftlichen Stigma auch haben und gesellschaftlichen Vorstellungen, ist es natürlich extrem schnell so, dass man Partei ergreift. Und das ist vielleicht auch ein bisschen dann die Aufgabe von einem sozialen Umfeld, da nicht zu sehr einzugreifen. Ne, weil am Ende muss es für dieses Paar stimmen, ob sie weiter in dieser Beziehung bleiben oder nicht. Mir ist mittlerweile total klar geworden, dass Fremdgehen immer noch so ein Riesentabuthema ist. Was wird sich ändern, wenn das nicht mehr so wäre? Vielleicht würden wir früher beginnen, auch in der Beziehung drüber zu sprechen. Also nur schon irgendwie, wenn man ein Bedürfnis hat, sexuell anderweitig aktiv zu sein oder wenn man sich zu einer anderen Person hingezogen fühlt, dass man eher die Bereitschaft hat, darüber auch zu sprechen. Na, dass ich dir das als mein Partner jetzt einfach auch mitteilen würde. Und ich glaube, momentan ist es eben eher so, dass dann sofort sämtliche Alarmglocken angehen und das sozusagen auch ein Warnsignal ist für die Beziehung. Und wenn es nicht mehr so ein Tabu wäre, dann würden wir vielleicht auch in der Beziehung schon früher drüber sprechen. Was mir total klar geworden ist, wenn wir in unseren Beziehungen anders mit diesem schwierigen Thema Untreue umgehen wollen, dann müssen wir alle als Gesellschaft anfangen, anders und weniger voreingenommen auf das Thema zu schauen. Die Skala ist weg, seht ihr, weil jetzt geht's mit mir ganz konkret, wie können wir besser mit dem Thema Fremdgehen umgehen? Bei uns in der Gesellschaft, vielleicht aber auch ganz persönlich. Was würdet ihr sagen? Ich denke mir, viele suchen sich in anderen Menschen. Und das ist auch ein Grund, warum man fremdgeht. Weil man immer versucht, irgendwas zu erreichen oder irgendwie Trophäen zu sammeln oder irgendwie sich selber zu beweisen. Aber wenn man wirklich sich selber, also sich selbst bewusst ist, sich selber liebt und weiß, was man möchte und es klar kommuniziert, dann geht das auch, dass man nicht fremdgeht auf jeden Fall. Ich persönlich finde es wichtig, drüber zu reden und zwar mit Familie, Freunden, wenn es möglich ist, auch vielleicht mit dem Partner, um da nochmal Missverständnisse zu klären und auch die Sichtweise von dem anderen kennenzulernen. Wir hören immer wieder Reden und Kommunikation und ich glaube, da wird jeder einen Haken drunter setzen und sagen, stimmt, aber wenn das so einfach wäre, würden es ja alle machen. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man fremdgegangen ist, dass man zu seinen Fehlern steht. Ich glaube, das fällt ganz vielen Menschen schwer, sich dann einzugestehen, ich habe in dem Moment einen Fehler gemacht und ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt, aber der ist ganz wichtig bei der Sache. Okay, ich als jemand, der fremdgegangen ist, würde mir wünschen, dass die Menschen versuchen, mich zu verstehen und mich nicht gleich in eine Schublade stecken deswegen.
Wenn man vielleicht schon von früh beigebracht bekommt, dass es viele verschiedene Variationen gibt, dass man nicht unbedingt so starr ist oder auch einfach mal die Hörner sich vorher abstoßt, bevor man beim Erwachsenwerden, bevor man sich dann ewig bindet, dann ist das vielleicht auch schon mal was anderes, als dass man dann irgendwie auf einmal in so einer Blase lebt und die explodiert dann irgendwann. Also statt kein Sex vor der Ehe und bis dass der Tod euch scheidet, ein offenerer, ganz anderer Blick auf die Liebe, was, wo man was lernen muss, bis es dann irgendwann doch aber die feste Beziehung geht. Richtig. Das wäre doch vielleicht auch ein guter Ansatz. Wirklich spannend finde ich hier, wie unterschiedlich der Blick aufs Fremdgehen und unser Umgang damit sein kann. Zwei entscheidende Schlüssel, da waren sich hier alle einig, sind Kommunikation und Ehrlichkeit. Dem Partner, der Partnerin, aber auch sich selbst gegenüber. So wie Caroline und Marc es gemacht haben. Ich finde, ihr beide strahlt was aus. Und deswegen klingt die Frage jetzt vielleicht erstmal komisch, aber ich dachte, sie passt zu euch. Danke, Fremdgehen. Hatte es was Gutes? Es hat, ja, der Preis ist hoch, das muss man schon sagen. Ja, der Preis ist hoch und trotzdem sage ich, dass unsere Beziehung auf einem anderen Level jetzt ist. Ja, und das, ich für mich kann auch sagen, ich bin mit mir ganz anders, mit meinen Gefühlen, meinen Gedanken, wer bin ich, wo will ich hin und kann dadurch auch noch anders Beziehung führen mit ihm. Vieles von dem, wie wir jetzt sind, hätten wir dann vielleicht nicht, weil wir so aufgeschlagen sind. Dann, ja, aber dass es was Gutes hatte, kann ich jetzt nicht sagen. Danke, 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 dass ihr mit mir geredet habt. Danke. Tschüss, ja. Ihr beiden. Danke dann wünsche ich dir euch noch, und für deine Beziehungen auch. Ganz viel Kraft. Ich rufe euch an, wenn was ist, ne? Ja, genau. Schöne Spazierrunde noch. Ja, tschüss, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao. Der Schmerz ist zu groß. Das haben die beiden noch mal ganz klar gesagt. Und das ist mir auch bewusst geworden. Ist das Fremdgehen also was Gutes? Hat das auch was Gutes? Das geht mir jetzt nicht so einfach über die Lippen. Aber was mir klar geworden ist, wenn man eine Beziehung führt, dann kann das passieren. Es passiert millionenfach in Deutschland, dass wir dann nicht drüber reden, dass wir das nicht als vielleicht doch auch eine Chance sehen, um nachher tatsächlich die Beziehung zu führen, die wir führen wollen. Ich glaube, das wäre eine Veränderung, die wir ganz, ganz dringend brauchen. So, das war viel Fremdgehen. Falls ihr wissen wollt, wie das mit der ewigen Liebe funktionieren könnte, also für immer zusammen verliebt bleiben, Leute, hier direkt. Nächste Folge Terra Explore mit mir. Lohnt sich sehr. Haben viele, viele von euch schon geguckt. Ich empfehle es euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Abgesehen davon gäbe es hier was Nettes aus dem ZDF-Kosmos. Sonst, Leute, abonniert diesen Kanal, klickt die Glocke an. Dann verpasst ihr kein Video mehr mit uns, mit mir. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten wiedersehen.